Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal auf Gustavs Spielwiese mit einem neuen Video. Und zwar spielen wir heute Humanit Z oder, wie spricht man das auf Englisch aus, man weiß es nicht, Humanit Z, keine Ahnung. Wichtig ist, dass wir hier in einer postapokalyptischen Welt unterwegs sind, wer hätte das gedacht. Und ja, die Welt ist natürlich wieder mal von Zombies befallen und wir müssen da gucken, dass wir irgendwie, ja, zurechtkommen, überleben und vielleicht, ja, dieses gelobte Land verlassen. Man weiß es nicht, man munkelt. Ja, das ist eine Demo-Version auf Steam. Das Spiel gibt es schon etwas länger. Hat wohl mittlerweile ein paar Updates gekriegt. Ist noch im Early Access, glaube ich, aktuell. Ja, für mich auf jeden Fall Grund genug, mal reinzugucken. Alles, was mit Zombies und Survival zu tun hat, ist für Sergeant Gustav natürlich interessant. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel hier. Ich habe jetzt noch gar nichts gemacht hier. Das Ganze, wie ihr mich kennt, live und ungeschnitten. Einfach mal rein ins kalte Nass. Und, ja, wir haben hier eine Charaktererstellung. Und spielen wir heute mal ein Mädel? Why not? Verschiedene Gesichter haben wir hier zur Auswahl. Haut. Gesichtsbehaarung. Okay, das fällt bei den Frauen flach. Okay, Name. Nennen wir sie mal Gustav Fiene. So. Okay. Outfit passt. So. Ah, hier haben wir noch unseren Beruf. Rettungssanitäter, auszubildender Büchsenmacher, Amateurboxer, Farmer. Das ist eine nette Idee. Sonntagsfischer auch, Autoverkäufer, ja. Arbeitslos, Mechaniker. Okay, also jede Klasse, nenne ich sie mal jetzt, oder jede Eigenschaft hat hier Vorteile. Nehmen wir mal den Rettungssanitäter. Das Ganze kann man hier im Singleplayer spielen. Laut Steam gibt es Online-PvP und es gibt auch Online-Koop. Also man kann das auch mit Kumpels zocken. So. Okay, guck mal hier. Hier sind noch verschiedene Sachen, die wir hier einstellen können. Zombie-Hund-Multiplikator. Hoffentlich habe ich mich der jetzt nicht hier verklickt. Können wir nochmal zurück? Ne, wir machen mal weiter. Wir machen weiter. Game One nennen wir das Ganze. Und, ja. Gucken wir mal, was hier abgeht. Starterspawn. Dieser Startspawn bietet alles, was du zum Überleben brauchst. Im Haus der Überlebenden sollte es nützliche Startgegenstände und Beute geben. Vielleicht gibt es Bauteile, die dein Fahrzeug zum Laufen bringen. Suche den Startbereich gut ab. Wir nehmen mal das Vorgegebene. So. Das sind wir. Wir können hier rauszoomen. Wir können hier ranzoomen. Okay, man bewegt sich mit WASD. Grafik sieht gut aus, aber ich glaube, ich muss die V-Sync mal einstellen kurz. Genau, die machen wir mal an. Und da haben wir schon ein paar Hühner. So, was können wir denn hier alles? Mit linke Maustaste boxen wir hier. Mit rechts lasse ich die Arme hängen. Okay. Steuert sich auf jeden Fall gar nicht mal schlecht. Achso, man kann mit der mittleren Maustaste die Kamera drehen. Auch nicht schlecht. So, wie mache ich jetzt das Ding auf hier? Mit F. Aber wir haben die Fähigkeit nicht freigeschaltet. Aha. So können wir rein. Man kann auch im Haus dann so ein bisschen rauszoomen. Okay, ich glaube, die rechte Maustaste ist immer sinnvoll zu drücken, damit wir nicht dauernd im Kampfmodus sind. So, Reiserucksack. Den nehmen wir mal direkt mit. Das ist eine Axt, die nehmen wir auch mit. So, mit der Tab-Taste kann man hier wohl das Inventar hier einsehen.
Man kann sich auch nett ausrüsten hier mit Klamotten etc. Waffen. Das ist das Crafting-Menü hier. Herstellen. Fähigkeiten gibt es hier auch. Okay, Überleben, Kampf, Welt. Das sind unsere Werte. Ja, relativ übersichtlich das Ganze. So, ich bin mal gespannt, ob wir hier auch... Aha. So, das sind meine Taschen, das ist der Rucksack. Im Kühlschrank ist nichts drin. Da ist eine Couch. Okay, da draußen liegt noch irgendwie was. Da müssen wir nochmal hin. Geht aber nicht, ist verschlossen. Eine sehr nette Melodie auf jeden Fall. Ein Getriebe haben wir hier. Das nehmen wir mal mit. Benzinpumpe. Und ein Anlasser. Okay. Hier können wir die Haube aufmachen. So. Zustand auffüllen. Fahrzeugteile. Keilriemen, Benzinpumpe, Batterie, Starter. Na gut, ein Anlasser ist ja ein Starter, ne? Eine Benzinpumpe können wir da auch reinmachen. Getriebe. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren hier. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Keilriemen und eine Batterie. Okay. Können wir vielleicht von dem Fahrzeug... Ah, guck mal, das ist doch eine Batterie hier. Autobatterie. So, kann man... Nee, man kann nur... Na... Links und nach rechts schwenken. Bauen wir die Batterie mal gleich ein hier. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch ein Keilriemen. Kann man aus den Lappen hier einen Riemen herstellen? Eher nicht, ne? Okay. Aber ich schätze mal, warte mal. Muss man das Ding danach auch auftanken? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Die Melodie ist schon geheimnisvoll. Werkbank. Vielleicht kann man ja hier so einen Keilriemen herstellen, was ich nicht glaube. Köder, Klebeband, Waffenreparaturset. Oh, wird es jetzt dunkel? Das Holz nehmen wir mal mit. Dann gucken wir mal hier in der Scheune, ob da irgendwas drin ist. Haben wir hier eine Karte? Doch, tatsächlich. M. Ja, wie Standard, ne? Bei jedem Spiel ist M eigentlich die Karte meistens. Das ist eine gar nicht mal so kleine Welt hier. Oh, guck mal, mit F haut ein Kick raus, ein Frontkick. Da ist wieder eine Batterie. Haben wir eigentlich eine Gewichtsanzeige hier? Doch, haben wir. 62,2 Kilo. Vielleicht können wir die Batterie nämlich bunkern. Das hier? Ein Seil. Vielleicht kann man das Seil als Keilriemen benutzen. Motorradhelm. Ist auch ein Schutz gegen Zombies. Keilriemen, guck mal. Da. Werkzeugkasten. Eine Rohrzange kann man gebrauchen. Metallschrott, keine Ahnung, wofür wir das nehmen. Nehmen wir das mal mit. Zwei Rohrzangen. Okay, also der Ausflug in die Scheune hat sich auf jeden Fall gelohnt. Vielleicht können wir die Karre gleich starten hier. Aber
Aber vorher möchte ich noch mal gucken. Das wäre natürlich mega genial. Hä? Wo habe ich denn den Kalrim jetzt hingepackt? Habe ich den runtergeschmissen? Ja. Ich habe den Kalrim runtergeschmissen. Aus Versehen. So. Aber reparieren kann ich immer noch nichts hier. Warum ist das so? Ist alles da. Alles auf 100%. Okay, ich brauche nichts reparieren. Ah, guck mal, da unten ist die Tankanzeige. Okay, das ist gut. Das heißt, das Ding fährt. Da ist ein Stein, den nehmen wir mit. Genau, ich wollte testen, ob man hier in den Wohnwagen rein kann. Was ich jetzt nicht glaube, aber... Oh, tatsächlich. Wäre mal gut zu wissen. Anhänger. Eine Knarre haben wir hier. Nehmen wir direkt mit. Pump Shotgun. Wie viel Patronen haben wir denn da? Null, glaube ich, ne? Null von null. Egal, vielleicht finden wir ja Patronen und vielleicht können wir später auch Patronen herstellen. Ah, sieht schon sehr interessant aus, das Spiel. Und vor allen Dingen spricht mich auch die Grafik an. Also das ist gar nicht mal so schlecht. So. Können wir denn hier irgendwelche Marker setzen? Markierung. Ja, okay. Wie machen wir die wieder weg? Rechte Maustaste, okay. Dann markieren wir das mal als unser... Ich nenne es mal unser Zuhause. Ob man jetzt hier auch irgendwas Eigenes bauen kann, wage ich erstmal zu bezweifeln. Zumindest ist das hier kein Baumenü. Das sind einfach nur Sachen, die man herstellen kann. Schreibt es aber gerne in die Kommentare. Wenn irgendwelche Experten da draußen sich ein bisschen besser mit dem Spiel auskennen. So. Okay. Wir fahren jetzt einfach mal gegen den Zaun. Genau. So, da das für mich ein Neuland ist, muss ich viel probieren jetzt hier. Kofferraum geht nicht auf. Haube geht nicht auf. Da liegt auch wieder irgendwas rum. Ist das ein Stein wieder? Ja. Interessant wäre auch mal zu gucken, ob man hier die Blumen aufsammeln kann. Nein, das geht nicht. Okay, mit Shift ist mal ein bisschen schneller. Oh, da haben wir schon die ersten Zombies. Da können wir auch gleich mal gucken, ob man die auch umfahren kann hier. Nix drin. Da ist ein Benzinkanister, den nehmen wir gleich mal mit. Düngermittel. Oh, ich glaube... Jetzt haben wir ein bisschen zu viel Gewicht, ne? Bei irgendeinem Spiel, war das sogar das Spiel? Konnte man sogar Sachen in den Kofferraum reinlegen? Öffnen. Ah, okay, das geht. Alles klar. Dann hauen wir da den Benzinkanister rein. Die Batterie. Und das Werkzeug. So. Ah, das lag nicht am Gewicht. Ich glaube, ich bin gegen die Shift-Taste gekommen. So. Rein in den Jeep. Und jetzt wollen wir mal gucken,
ob wir hier den Zombie auch totfahren können. Batz! Okay, das funktioniert. Oh, jetzt haben wir die angelockt. Mich würde mal interessieren, ob die mich auch aus dem Auto zehren können. Bam! Oh, das Benzin, glaube ich, wird aber schnell alle, ne? Interessant wäre auch zu gucken, ob man die Zombies looten kann. Ich glaube, das sind die Sachen, die die fallen gelassen haben, ne? Wir nehmen das erstmal mal alles mit hier. Das ist immer cool, so eine Spiele von der Pike auch wieder zu entdecken. Okay. Haben wir jetzt natürlich die Qual der Wahl, wo wir jetzt langfahren. Auf jeden Fall ist es cool, dass man hier... Kann man den Zaun kaputt fahren? Oh. Also man muss die schon mit Schwung bearbeiten. Ah, ich habe das Auto kaputt gemacht. Scheiße. Ich habe das Auto kaputt gemacht oder ist einfach nur abgesoffen? Nein! Jetzt haben wir die Arschkarte. Jetzt haben wir die Arschkarte, Freunde der Sonne. Hab ich denn überhaupt eine Ausdauerleiste hier? Habe ich auch, ne? Ich sollte mich mal mit der Axt ausrüsten. Wir knöpfen uns jetzt die mal vor hier. Mal gucken, was funktioniert. Okay, die Axt ist auf jeden Fall effektiv. Schade, ist der jetzt einfach nur abgesoffen? Oder habe ich den kaputt gemacht? Bin einfach zu oft gegen die Leitplanken gefahren hier. Ach, guck mal. Mit E kann man starten. Startet aber nicht mehr. Warum auch immer. Auch das könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich nehme mal alles wieder raus hier. Oder muss ich vielleicht tanken? Ich wage es zu bezweifeln. Ach, guck mal. Also theoretisch kann man hier tanken. Muss ich das Ding jetzt in die Hand nehmen? Oder tankt er automatisch? Aha, Benzin. Ich glaube nicht, dass das am Tank selber liegt. Also am Benzin. Wir probieren das aber mal. Tatsächlich. Ist mir jetzt nicht wirklich ersichtlich, weil die Tankanzeige sehe ich halt da unten. Aber, okay, scheint wohl so zu sein. Das heißt, die machen wir jetzt auch gleich platt. Bam! Also klatschen tut das ordentlich. So, wir müssen aber auch ein bisschen Handarbeit machen hier. Oh, das sind aber schon zu viele jetzt, ne? Das sind aber schon zu viele jetzt.
Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier wirklich sterbe, ne? Ob der Charakter dann weg ist oder nicht. Müsste ich vielleicht auch Spaß mal testen. Guck mal, 3 auf 1 Streich knüpfen wir uns jetzt vor hier. So wollen wir das haben. So, und jetzt können wir vielleicht ein bisschen ruhiger das Gebiet erkunden hier. Also das wäre ein geiles Spiel zum Stream, glaube ich hier. Das Spiel so kostet, glaube ich, fast 20 Euro, 19,90 oder so auf Steam. Kann man sich mal gönnen. Why not? So, gehen wir mal rein da. Oh, da ist ein kleiner Moppelzombie. Ah, das Gute ist, wenn man hier in dem Kampfmodus drin ist, dann richtet man sich sehr gut aus. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber der ist ein bisschen hartnäckig, der Bursche hier. Der ist ein bisschen hartnäckig gewesen. Habe ich irgendwas zum Verbinden hier? Lappen. Ah, guck mal, also das Verbinden, das bringt uns was. Wir haben uns hochgeheilt auf 86. Nicht schlechter Specht. Gewehrteile. Futter. Auch nicht schlecht. Ja, das ist Hunger und Durst hier, ne? Was das hier ist, die 25, das ist, das weiß ich, ist das Energie? So, wir können ja erstmal ein bisschen was essen. Wir hauen uns mal alles rein. Mal gucken, wie weit wir hochgehen hier. Wir sind jetzt auf 48 beim Essen. Das ist gut. Da kommen wir schon mal aus dem gelben Bereich raus. Wir hauen uns das komplett rein jetzt hier. Futter, Futter, Futter. Ah, guck mal, die Kohle haben wir ja auch. Dann können wir ja eigentlich alles zu uns nehmen, was wir haben hier. Dann sind wir erstmal auf der sicheren Seite hier. Er speichert wohl auch automatisch zwischendurch. Jetzt trinken wir mal die Cola, falls es eine Cola ist. Okay, leere Flasche. Vielleicht können wir die nachher mit Wasser füllen. Ein Apfel? Wenn es wie bei DayZ ist? Ah ja, das ist sogar beschrieben hier. Unter dem Button ziehen. Also Apfel bringt was für den Hunger und auch für den Durst. DayZ lässt grüßen. Okay. Genug gegessen. Wie sieht es hier mit dem Auto aus? Ja, also dieses Spiel könnte mich sehr lange beschäftigen. Definitiv. Definitiv kann mich dieses Spiel lange beschäftigen. Okay, wir locken die mal an. Die müssen wir jetzt alle kalt machen hier.
Mach jetzt keinen Scheiß, Gustav. Ich ahne schon wieder Schlimmes. Mir säuft die Kiste gleich wieder ab. Guck mal, da ist auch wieder ein Auto. Und hier könnte es auch ordentlich Loot geben. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir weg. Oh, was da? Nein! Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das sind doch Uniformierte, sag mal. Ich muss jetzt auf Pause drücken. Das waren doch Uniformierte. Wieso schießen die auf mich? Heftig. Richtig heftige Scheiße, du. Die haben mich auch gut verletzt, glaube ich, ne? Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt beim besten Willen nicht gerechnet hier. Ich muss irgendwas finden, womit ich mich heilen kann hier. Aufstieg. Haben wir irgendwie ein neues Level gekriegt hier? Fähigkeiten? Ach, guck mal. Weniger Ausdauerverbrauch beim Sprinten. Okay, jetzt haben wir es, glaube ich, aktiviert, ne? Gehe ich jetzt mal von aus. Gibt es hier Level auch? Warte mal, Fähigkeiten? Überleben der Stufe 1. Also es gibt wohl auch Level hier. Ach, das ist die XP-Leiste. Ich bin jetzt bei 56 XP. 3000 brauche ich. 3000, nee, oder? Ja, 3889. So, wir sind jetzt bei 56. Mal gucken, was es bringt, wenn wir hier so einen Zombie platt machen. Aber ich werde gleich sterben wahrscheinlich. Weil ich nichts zum Heilen habe. Ich ahne Schlimmes. Ich werde einfach kläglich verbluten. Na, jetzt wird der Charakter auch schwerfälliger, ne? Ah, guck mal, die Gesundheit ist schon auf 1. Zack, weg ist er. Ei. Du bist tot. Ja. Ja, Freunde der Sonne. Und ich würde sagen, das sollte es gewesen sein für Humanit Z oder Humanit Z, wie auch immer man das auch aussprechen mag. Sehr, sehr interessantes Spiel. Suchen wir uns mal einen neuen Startpunkt. Wir spawnen mal da. Sehr, sehr interessantes Spiel. Gefällt mir ganz gut. Ich glaube, ich werde mir die Vollversion holen. Für knapp 20 Euro auf Steam, weil es ist ein sehr spannendes Genre. Und ich mag das auch in dieser Draufsicht halt zu spielen. Das ist mal was anderes, ne? Ich spiele auch gerne DayZ, obwohl ich da jetzt nicht der Profi bin. Aber das sieht doch echt cool aus. Da kann man vielleicht nochmal den einen oder anderen Kumpel mobilisieren. Das ist ja hier der Lieferwagen vom A-Team, oder was? Auch nicht schlecht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dieses kleine Vorstellungsvideo. Wenn ja, würde ich mich sehr gerne über ein Like freuen. Kommentiert gerne, wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte habt. Wenn ihr Tipps und Anregungen habt, auch gerne reinschreiben. Wie gesagt, das ist ein Early Access-Titel. Mal gucken, was da noch geht. Ansonsten, wenn ihr mich neu entdeckt habt, würde ich mich natürlich sehr gerne über ein Abo freuen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Vielleicht Teil 2. Und ansonsten checkt das aus. Sergeant Gustav ist raus. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Zocken euch.